Unser Immunsystem ist ein wahres Wunderwerk. Tag und Nacht kämpft es unermüdlich für unser Wohlbefinden und sorgt dafür, dass wir gesund und munter bleiben. Aber wie funktioniert unsere Immunabwehr eigentlich? Und welche Rolle spielen Antikörper dabei? All das erfahrt ihr jetzt. Unser Immunsystem besteht aus unzähligen Immunzellen, welche permanent alle Zellen abtasten, die durch unseren Körper wandern. Jede Zelle hat eine bestimmte Oberflächenstruktur, durch die ihre Identität registriert werden kann. Auf diese Weise können die Immunzellen erkennen, ob es sich zum Beispiel um durch Viren befallene Körperzellen oder andere potenziell gefährliche Eindringlinge handelt. Trifft und erkennt eine Immunzelle ein sogenanntes Antigen, also eine körperfremde Struktur, wie zum Beispiel ein Erreger, so reagiert sie auf diesen und verwandelt sich zu einer weißen Plasmazelle. Diese produziert anschließend passende Antikörper, auch Immunglobuline genannt, die dann ins Blut gelangen. Sie haben eine Y-förmige Statur und bestehen aus Eiweißen. Es gibt 5 verschiedene Antikörperklassen: IgG, IgM, IgA, IgD und IgE. Jede Plasmazelle kann nur eine Art Antikörper bilden, die auch nur eine bestimmte Struktur erkennen kann. Durch einen speziellen Trick kann unser Körper aber Immunzellen für über 100 Millionen verschiedene Antikörper produzieren, sodass wir in der Lage sind, für fast jeden Erreger spezielle Antikörper zu bilden. Wie genau die Immunglobuline die jeweiligen Antigene außer Gefecht setzen, ist unterschiedlich. Teilweise werden die Erreger durch das Anheften der Antikörper direkt lahmgelegt. Manchmal binden die Antikörper auch mehrere Antigene aneinander, sodass diese verklumpen. Die Antikörper markieren die Erreger übrigens auch für die Fresszellen, die sie dann absorbieren und unschädlich machen können. Die Erkennungsmerkmale der Fremdkörper werden von sogenannten Gedächtniszellen gespeichert, sodass sie bei erneutem Eindringen in den Körper schnell abgerufen werden können. Auf diese Weise kann der Körper auf wiederkehrende Viren schneller reagieren. Ihr wollt mehr wissenswerte Dinge über unseren Körper und unser Blut erfahren? Dann folgt dem Kanal. Und bis zum nächsten Mal bei Red Stories.